Warum? Boah. Ich glaube, ich kümmere mich mal hier um den 100 Münzen. Stern, der ist ja offenbar. Ups, da will ich nicht hin. Was zur Hölle bedeutet das? Das irritiert mich. Ich will wissen, was das bedeutet. Irgendwie. Ah, wie komme ich da hoch? Eventuell durch einen gezielten Eckensprung. Das ist ja meistens machbar. So nicht. So. Geht das Ganze. Wenn ich jetzt runterfliege, aussehe. So. Ich finde es schön, wie das immer so eine extra Portion Schub gibt, wenn er das macht. Naja. Okay, wie kommt man darüber? Irgendwie das Gefühl, ich könnte darüber springen, aber das ist wieder nur meine kaputte Tiefenorientierung. Au. Ja, natürlich. Haben wir noch irgendjemand vergessen? Ja, du bist noch dran. Dann haben wir genau mit 50 Münzen, dann kriegen wir den Rest auch noch irgendwie her. Ich meine, 15 Münzen oder sowas kriegen wir noch alleine durch die zwei Chakias, oder wie die heißen. Ich weiß noch nicht den richtigen Namen des Gegners. Ich sollte mich immer noch schämen. Boing, aua. Ist ja schön. Boing. Das holen wir uns auch noch schnell. Boing, boing. Das sind zwar nur drei, aber hey. Kleinvieh macht mehr Mist. Da waren wir auch schon. Ja, ja, ja. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Aber ich versuche nur neue Wege zu finden. Hopp, hopp. Wir können uns eigentlich da hoch. Schupp. Ah. Ja, ich will erstmal noch diesen Fragezeichenblock hier. Ja, nice. Das waren, glaube ich, 10 oder so. Richtig mitgezählt habe. War. So. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal noch schnell. Ah, so geht's auch. Okay. Gerade kurz einen Schreck bekommen, aber so schlimm war es dann doch nicht. Ups. So. So geht das natürlich relativ gut mit den 100 Münzen. Bang. Nice. Und dann, wie komme ich dahin? Große Preisfrage. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich runter. Hallo. Boing. Eine Münze. Da ist eine unsichtbare Wand. Ab da kommt uns nicht mehr besuchen. So. Hier runter. Geht natürlich auch ganz leicht. Autsch. Hallo. Nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. 95. Nice. Können wir dich jetzt irgendwie... War. Come on. Come on. Komm. Irgendwie. Okay, der will wohl nicht mehr. Na gut. Kann ihn jetzt auch nicht dazu zwingen, aber... Und dann nochmal jemand? Wah. Eine Münze, die hätte ich gerne. Deine Münze... Deine beiden Münzen wären auch sehr nett, weil dann... Kann ich nämlich Folgendes machen. Aua. So. Komm, bitte hör auf zu springen. Ah, nice. Bounce off. Sehr schön. Speichern auf jeden Fall. Ah, auch wenn zwischen der Episode speichern. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Okay. Au. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Wie so vieles in dem Game. Okay. Umsonst erschrocken. Naja, wir haben es auf jeden Fall. Juhu, mit 101 Münze, das heißt den 100 Münzenstern haben wir auch hier schnell abgehakt. Ganz ehrlich, in den alten Super Mario 64 habe ich die Münzensterne irgendwie gehasst. Ich weiß nicht wieso, ich fand das immer am schwersten. Cross the Lava Lake. Mein letzter 120 Münzen, also mein letzter Stern bei Super Mario 64 für 120 Münzen war tatsächlich die 100 Münzen in der Piratenbucht. Jetzt habe ich... Cross the Lava Lake. Okay. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr auch so ein 100% Run schon mal gemacht habt von Aua. Nicht von Aua, von Super Mario 64.
was euer letzter Stern war. Das sagt ja immer relativ viel über eine... Safe States. God damn it. Mist. Bin selber schuld. Das passiert, wenn man zu viel safe statet. Ah, das haben wir gleich wieder. Kein Problem. So, nochmal den 78 Münzenstern. Unseren ersten doppelten Stern. Naja. So. Nochmal rein, bitte. Cross the Lava Lake. Diesmal mit Safe State am Anfang. Ich sammle schon mal die roten Münzen, die ich sehe. Ich meine, das kann ja nie was schaden, richtig? Am I right? I am right, glaube ich. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass sowas etwas über eine Person aussagt. Ja, ich war früher als kleines Kind wahrscheinlich einfach nicht so der Sammler, wie ich es jetzt bin im Videospielen, komischerweise. Boing. Euch brauche ich nicht. Cross the Lava Lake hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Das heißt, euch interessiert mich das. Ihr interessiert mich mal überhaupt nicht. Cross the Lava Lake. Aua. Ah. So. Das wäre der erste, den wir in die Lava schmeißen hier in dem Level. Aua. Ich weiß, springen geht genauso. Geht eigentlich viel einfacher. Keine Ahnung, wieso ich das nicht mache. Die Stufen sind aber neu. Aua. So. Ja, die Stufen sind eindeutig neu. Das heißt, ich habe hier tatsächlich noch nicht so sehr... Ah, gut, die fahren wieder aus. Ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Na. Ich habe gesagt, ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Nicht, ich habe es verkackt. So, geschafft. Bäh? Goomba? What the fuck machst du da am Rand? Okay. Wie dem auch sei. Ich habe... Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, ich habe noch nicht so oft beobachtet bei diesem Hack, dass sich das Level bei bestimmten Sternen verändert. Keine Ahnung, ob das extrem schwer umzusetzen ist oder ob das von Anfang an seine Prämisse war beim Editieren. Also ob er es geplant hat so, dass man alle im Prinzip gleich von Anfang an machen kann. Ah. So. 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 Ja, das waren jetzt ein paar Sos zu viel, aber egal. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Juhu. Cross the Lava Lake. We did it. Nächster Stern. Climb the Central Lookout. Bitte keine Eule mehr. Die Eulen sind in dem Heck. Oder die eine Eule ist in dem Heck ja sehr gut versteckt gewesen. Ich habe lange gebraucht, um es rauszufinden. Andererseits habe ich auch lange gebraucht, um zu blicken, dass ich einfach hätte einen anderen Stern erstmal machen können, anstatt hier alles zu 100%. Ja, dass das eben keine Pflicht war. Na, gerade noch so ausgewichen, glaube ich. Ah, gehen wir mal hier hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier mehr ist, als man so denken. Autsch, würde. Geht Spinnen. Wer von euch hasst auch Spinnen? Mal eine ganz einfache Frage. Oder Insekten generell. Naja, ich habe eigentlich nichts gegen Insekten, aber gegen Spinnen. Irgendwie ist das so eine Kindheitsangst, die ich nie los wurde. Eventuell ein bisschen doof mittlerweile, weil ich weiß ja, Spinnen sind ja nur kleine Tierchen, aber keine Ahnung. So, die Angst davor sitzt tief. Diejenigen, die auch Angst vor Spinnen haben, wissen das, glaube ich, genauso gut wie ich. Schupp. So, aua. Falls die Stufen vorhin auch schon da gewesen sind, bitte ich mich zu entschuldigen, dass ich die nicht gesehen habe. Oder so. Autsch. Okay.
Shit. Das war eigentlich ziemlich eine gute Position. So ziemlich die beste Position, die man haben könnte. Ich hab's vermasselt. Tut mir leid, Leute. Au. Nein. Wieso? Wieso konnte ich gerade... Schupp. Aua. Nein. Ah. Come on. Ich weiß, dass ich das schaffen werde. So, ich weiß, dass... Ho. Ich weiß doch, dass man da oben stehen kann. Wieso rutscht Mario immer wieder ab? Bam. Das ist echt doof. Mario sitzt die ganze Zeit nur auf seinem Hintern. So, so, so. Wow. Nase juckt. Ja. 2, 3. Ah, gut, das klappt schon mal. Ich bleib mal hier oben. Und machen Safe State. Hahaha. Game, you thought you had me there, right? Na, ich muss einen Doppelsprung ausführen. Das ist natürlich. Okay. Come on. Aua. So, endlich. Das hat eine Weile gedauert. Hier. Dijk. Okay. Nein. 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 Wow. Okay. Das ist echt so ein Hack, den ich nicht oder ungern ohne Safe State spielen würde. Ah. Wie? Why? Oder how? Ja, how. Sorry. Nase, aufhören zu jucken. Please. Ich bin ja mitten in einer Aufnahme. Don't you understand that? Ich kann hier hin. Und dann? Hier kann ich nichts machen, auf jeden Fall. Nope. Hier bin ich sofort tot. Wow. Das ist mal wieder eine Herausforderung. Aber ich mag ja Herausforderungen. Kann man da irgendwie drum rumgehen? So. Okay. Okay. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber vielleicht hilft es uns ja. Naja, vielleicht, habe ich gesagt. Richtig? Not at all a must. Ich muss hier irgendwie an der Kante richtig abspringen. Das denke ich mir... Oder das kann ich mir schon selber denken. Nur eine Ecke abzuspringen ist echt mies. So nicht, Mario. So nicht. Puh. Sieht aus, als ob die Folge mal wieder... länger wird oder ich es anders aufteilen muss. Up. Nein. What the fuck? Das geht doch weiter so hoch. I do not know how this works. Doof. Okay, ich muss erstmal nachschauen, was hier überhaupt Sache ist. Das ist ja mies. Wie kommt man da hoch? Gibt sicherlich irgendeinen Trick. Gibt immer einen Trick. So auf jeden Fall nicht. Na gut. Dann nehme ich halt doch jetzt eine Dreiviertelstunde auf. Wollte eigentlich noch One Piece aufnehmen, aber hey. Schupp. Mario beansprucht mal wieder alles für sich. But I don't understand it. Can you tell me how this works? Wah. Nein. So nicht. Also man kann... So.
Es gibt sicherlich einen Trick, wie man, wenn man ganz an der Kante steht, irgendwie dann da hochspringen kann. Ah. Vor allem das hier ohne Safe State ist, glaube ich, wirklich die Hölle. Hopp. Bin ich froh, dass ich gesagt habe, dass ich mit Safe State spiele. So. So. Nice. Also hier können wir noch stehen. Okay, was bringt uns das? Nothing. Da oben ist zwar was, aber da kommen wir noch lange nicht hin. Wah. Kamera, bitte. Wah. Okay. Doof. Doof, 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 doof. Hm. Ich glaube, die Episode könnte etwas länger gehen. Also man kann springen, sodass man hier an der Kante landet. Hm. Wow, okay, jetzt habe ich den Trick verstanden. Der wurde auf jeden Fall nicht im Original benutzt. Deswegen heißt er wohl auch. Hm, nee, ist wohl kein richtiger. Na, was will ich sagen? Kein richtiger Exploit oder so. Nervig, aber naja. Schup. Au. Ja, pff, ganz klar. 1, 2. So, dann sind wir hier oben. F5, nicht F7 drücken. Pff, okay. Der wusste, dass man das ausprobieren möchte. Das ist mies. Mies, mies, mies. So kann man da auch. Manchmal sind die Schwierigkeitsgrade hier echt komisch. Naja. Das haben wir jetzt auf jeden Fall auch geschafft. Juhu. Ja, ich würde sagen, für heute war es das. Falls ihr diese Episode gemocht habt, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, nichts mehr verpassen wollt und mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten wünsche ich euch noch sehr viel Spaß mit meinen anderen Videos. Euer Wall-Jumpender Headset-Sniper.